So, guten Tag. Mein Name ist Dr. John von Limburg-Stierum, Chefarzt der Seegartenklinik in Kirchberg. Und ich freue mich unerhört auf unser gemeinsames Event mit Aurum Fitness. Wir sprechen über ein ganz heißes Thema. Dieses Thema über Mund und Gesundheit, Zähne und Gesundheit, die Verbindung von Zahn, nicht im Sinne von Zahnerhaltung, sondern wie wirken sich die Zähne aus auf unsere Gesundheit bzw. als Ursache von Krankheit. Wir arbeiten schon ungefähr 25 Jahre auf diesem Gebiet. Wir haben eine schöne Erfahrungssammlung. Und eine von den ersten Patienten, die ich überhaupt betreut habe in diesem Zusammenhang, ist da ein Mann, der damals 1972, also man sieht, es geht also schon recht weit zurück, 8 Wurzelbehandlungen erhalten hat. 8 Jahre später ist er chronisch erkrankt. Da denkt man nicht mehr an die Zähne, die vor 8 Jahren behandelt wurden, aber tatsächlich, nachdem diese Zähne saniert wurden, sprich entfernt wurden, wurde er vollkommen geheilt. Aus einer Energielosigkeit, Erschöpfung, richtig Burnout, hat er wieder Energie ohne Ende gehabt und konnte wieder seinen Beruf erfolgreich nachgehen. Wir werden also sprechen nicht nur über wurzeltoten Zähne, sondern auch über Metalle im Mund, wie wir hier sehen. Amalgamfüllungen, Goldfüllungen, alle unterschiedlich problematisch. Wir werden auch unser Augenmerk auf eben die besagten wurzeltoten Zähne richten. Das sind wurzeltote Zähne, dort wo man hier die Stifte sieht, das sind tote Zähne. Die Zahnärzte sind übrigens die einzigen Ärzte, die etwas Totes im Körper zurücklassen. Also ist ja nicht erstaunlich. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Thema aufgreifen. So wichtig, weil wir da ein Niemandsland erschließen. Links sind da die Zahnärzte, die eigentlich die Zähne nur anschauen im Sinne von Zahnerhaltung. Und rechts sind die Hausärzte, die sagen, ja, was kümmern mich die Zähne? Dafür haben wir ja wohl die Zahnärzte. Also dieser Bezug Zahn und Gesundheit, wie beeinflussen die Zähne unsere Gesundheit, wird nie und nimmer thematisiert. Das wollen wir jetzt diese Lücke schließen. Wir werden schauen, wie die Amalgamfüllungen eine Auswirkung haben auf die Gesundheit. Wir werden auch noch besprechen, wie wir entgiften sollen, müssen. Wir werden Ihnen auch zeigen, weshalb, wenn Sie Amalgamträger sind, kein Kaugummi kauen dürfen. Wir werden Ihnen auch zeigen, trotz Empfehlung von Ihrem Zahnarzt, immer eine elektrische Zahnbürste zu verwenden, wieso als Amalgamträger Sie das ja nicht tun sollten. Und diese weit verbreitete Chlorella als Entgifter möchte ich Ihnen auch einfach sagen, so nicht, wenn wir Ihnen erklären, weshalb Sie das nicht anwenden sollen. Wir gehen noch weiter, wir werden Ihnen auch zeigen, die moderne Entgiftung mit sogenannten fettlöslichen Chelatoren. Da mit einem solchen Produkt können Sie sogar also das Gehirn optimal entgiften. Eine ganz spannende Sache und ich darf also mit Stolz auch verkünden, dass wir in der Seegartenklinik die einzige Klinik sind in der Schweiz, die dieses Produkt einsetzen dürfen. Wenn wir solche Bilder sehen, Patient kommt in die Klinik mit unerklärlichen chronischen Krankheiten, wo andere Ärzte einfach nicht weiterkommen. Das sind die Situationen, wo wir erst beginnen. Und hier beispielsweise ein Patient mit chronischen, ganz grässlichen Nagelveränderungen, wie er gelitten hat, das ist erstaunlich.
Und wir zeigen Ihnen dann auch, wie wir nach jahrelangem Leiden er wieder Gesundheit gefunden hat, eben über diese umweltmedizinische, zahnmedizinische Zugang. Auch solche Krankheitsbilder, wie kommen die zustande? Blut im Urin, alles in Zusammenhang mit Schwermetalle, also ein Blasenleiden aufgrund von Metalle im Mund. Ganz erstaunlich. Und dann eben die besagten Wurzelbehandlungen. Schon vor 100 Jahren hat jemand, also ein Arzt, Dr. William Hunter, behauptet oder gesagt, die Goldkrone, also die Krone über einem toten Zahn, ist ein Mausoleum von Gold über eine Masse von Sepsis. Das hat man damals schon gewusst und man hat den Eindruck, 100 Jahre später hat man das völlig vergessen. So sollten gesunde Zähne aussehen. Das wünsche ich jedem. Gesunde, weiße Zähne, gesundes Zahnfleisch. Und nicht so, dass es auf der anderen Ende der Gefahrenskala ein toter, schwarzer, grässlicher Zahn mit einem Amalgamkappe darauf. Das ist ein echter Zahnherd. So etwas erzeugt Krankheit. Und wie wir das abklären, es gibt da verschiedene Möglichkeiten der Abklärung. Das werden wir auch in diesem Referat präsentieren. Da eine einfache Abklärung mit kleinen Papierstäbchen, die man dann in den in Zahntaschen reinbringt, damit man dort, man kann direkt die Zahngifte messen. Wenn ein Patient kommt zu uns mit chronischem Leiden, also wenn Sie fragen, ja, wann interessieren mich eigentlich wurzeltote Zähne, dann ist eigentlich das Wichtigste dieses Prädikat chronisch. Wenn Sie chronische Leiden haben, chronische entzündliche Leiden, dann, und die anderen Ärzte geben Ihnen höchsten Schmerzmittel, antientzündlich Cortison, dann sind Sie im Bereich der ganzheitlichen Zahnmedizin ganz richtig. Genauso wie diese Patientin, die immer solche Eiterherde im ganzen Körper gehabt hat. Und von wo kamen die? Von den Zähnen. Zahnsanierung, Eiterherde verschwunden. Oder diese Patientin mit einem roten Auge, werde ich noch Details in der Präsentation zeigen. Dieses rote Auge, 3 Jahre lang erfolglos über die verschiedensten Therapien eben behandelt oder eben nicht behandelt, und nach einer Zahnsanierung war sie geheilt. Oder einen jungen Patienten zurück aus der Universitätszahnklinik mit Cortison, mit Immunsuppressiva, ganz erstaunlich, hat ihn einfach nach Hause geschickt, wir können für Sie nichts tun, 38-jährig, lebenslang verurteilt auf Cortison, Immunsuppressiva und ein Maurer von Beruf, also er arbeitet auf dem Bau, war völlig invalidisiert und nach einer Zahnsanierung, man glaubt es kaum, nach der Zahnsanierung ist er wieder, naja, das passiert eben in einer Live-Präsentation, da wäre jetzt eben ein Bild von ihm auf dem Bau, wie er wieder sein Mauerwerk erstellt. Können Sie sich das einfach vorstellen? Wir werden auf jeden Fall Ihnen dann das Originalbild zeigen. Seien Sie gespannt darauf. Und wir hoffen sehr, dass wir nach dieser Präsentation Ihnen dann auch beigebracht haben oder näher gebracht haben, wie die Zahnmedizin und die konventionelle Medizin, wie wir eine wunderbare Symbiose erstellen können zum Wohle unserer Gesundheit. Ich freue mich auf Sie!